Ja, also ich wollte ein ermutigendes Lied schreiben, um all denen Mut zu machen, die gerade in diesen Zeiten, wo so viele negative Nachrichten ständig kommen, dass sie nicht vergessen, dass eine neue Welt im Aufbruch ist. Mir ist das schon persönlich schon sehr oft so gegangen, dass dann im grauen Alltag so Millionen gefühlt negative Nachrichten kommen, wo du dir nur denkst, was kommt in Zukunft, was kommt da noch auf uns zu? Und wenn man da nicht, also wenn man da vergisst, dass wir mitten im Aufbruch einer neuen Zeit stehen, dann ist das sehr lähmend. Und ich habe in so einem Moment habe ich dieses Lied geschrieben, um mich selber daran zu erinnern, es ist ein Aufbruch da und das ist wieder Frühling, den kannst du nicht aufhalten, den kann niemand aufhalten, so wie du kannst versuchen, den Frühling aufzuhalten, aber viel Spaß dabei, das funktioniert nicht, geht nicht. Und das soll euch allen Mut machen und ich, vor allem rede ich dazu den Jugendlichen, weil sie haben auch das ganze Leben vor sich und haben sich bestimmt auch schon gefragt, ja boah, was kommt auf uns zu, was mache ich da? Aber wir glauben an die neue Zeit für 1000 Jahre und alle Ewigkeit. Und das singen wir zusammen in diesem Lied und das singen wir in die Welt hinaus. Und der Durchbruch wird noch vollkommen passieren. Das will ich mit dem Lied euch mitgeben. Danke für alles. In dieser neuen Zeit heiraten, meine Kindern erzählen, was für eine Zeit wir damals hatten. Sie werden frei sein und schätzen, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich werde sie lernen, dass alles möglich ist, wenn wir zusammenhalten. Eine neue Welt ist im Aufbruch. Versucht sie ruhig aufzuhalten, doch sie wird. Meinen Kindern erzählen, was für eine Zeit wir damals hatten. Sie werden frei sein und schätzen, was sie gemeinsam erreicht haben. Ich werde lernen, dass alles möglich ist, wenn wir zusammenhalten. Wir glauben an diese neue Zeit für 1000 Jahre und alle Ewigkeit. Wir glauben an diese neue Zeit für 1000 Jahre und alle Ewigkeit. Wir glauben an Schätzen, was sie gemeinsam erreicht haben. Ich werde sie lernen, dass